Hallo und willkommen. Ihr hört The Other You, den Podcast über Pop, Persönlichkeit und Stimme. Ich bin Yanda und in diesem Format treffe ich Menschen aus der Popkultur, die ich spannend finde, und weil ich selbst Sängerin und Songwriterin bin, spreche ich mit ihnen über mein Lieblingsinstrument, die Stimme. Das ist ein ziemlich komplexes Thema, denn für mich ist eine Stimme vor allem Ausdruck einer Persönlichkeit. In meinen Gesprächen möchte ich deshalb herausfinden, was diese Persönlichkeit ausmacht, was sie geprägt hat und warum sie eben so klingt, wie sie klingt. Mein heutiger Gast ist einer, dessen Werdegang ich schon ziemlich lange verfolge, Erik Leuthäuser, den der Mannheimer Morgen als glänzenden jungen Sänger bezeichnet, der als die kommende Stimme im deutschen Jazz gilt. Und das ist nur eine von unzähligen Lobeshymnen aus der Presse, denn Erik, gerade mal 28 Jahre alt, kann bereits auf eine beeindruckende Karriere zurückschauen, und das ist keine Übertreibung. Während meiner Recherche ist bei mir wirklich der Eindruck entstanden, dass sich Eriks Leben eigentlich ziemlich gut in Superlativen ausdrücken lässt. Schon während seines Jazzgesangsstudiums und bis zum heutigen Tage gewann er national und international zahlreiche Preise und Wettbewerbe. Zu viele, um sie hier alle aufzuzählen. Ähnlich verhält es sich mit der Liste der MusikerInnen, mit denen er bereits zusammengearbeitet hat. Unter anderem zum Beispiel als Backgroundsänger für Quincy Jones, George Benson, Didi Bridgewater und Jacob Collier. Im April diesen Jahres ist sein 6. Album erschienen und im Grunde ist Erik als Musiker und Pädagoge permanent unterwegs. In über 30 Ländern hat er bereits Konzerte gespielt. Soweit, so beeindruckend. Was mich allerdings am meisten fasziniert, ist, wie viele unterschiedlich und vermeintlich kontrastierende Welten Erik scheinbar mühelos in sich vereint. Sein Weg führte ihn von seinem musikalischen Elternhaus in der Provinz Freital über das Landesgymnasium für Musik in Dresden und zwei Musikhochschulen nach Berlin. Hier ist er als Grenzgänger zwischen Jazz und experimenteller Popmusik unterwegs. Seine Musik funktioniert solo, mit Loops und Electronics, aber auch im Bandkontext. Er schreibt Songs auf Deutsch, die inspiriert sind von seinen Erfahrungen als junger, schwuler Mann in der Großstadt. Bei allem, was er macht, ist Erik vor allem eines: authentisch, bisweilen schonungslos ehrlich und vor allem sehr offen. Auf Instagram macht er nicht nur auf seine Musik, sondern auch auf seinen OnlyFans-Kanal aufmerksam. Im April ist sein Konzeptalbum Sucht erschienen, das sich mit dem Thema Drogenabhängigkeit aus queerer Perspektive auseinandersetzt. In seinem Song Schiff ohne Kapitän singt er: Es tut mir leid, dass ich noch nicht clean bin. Es tut mir leid, dass alles so gut schien. In einer Sekunde kaputt, leg ich alles in Asche und Schutt. Wenn ihr es noch nicht kennt, möchte ich euch sehr empfehlen, dieses Album anzuhören. Auf seinem Weg von Dresden nach Berlin hat Erik mich in Leipzig besucht und wir sprachen dabei über seine Geschichte, seine Musik und wie sein Drogenkonsum während der Pandemie plötzlich zum Problem wurde. Nun noch ein Disclaimer vorab. In dieser Folge sprechen wir über Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen als queere Person, aber auch über Methamphetamin, umgangssprachlich auch Crystal Meth genannt. Dieser Podcast hat dabei keinen aufklärerischen Auftrag. Wir vermitteln kein medizinisches oder therapeutisches Fachwissen. Erik berichtet einfach von seinen persönlichen Erfahrungen. In den Shownotes verlinke ich Anlaufstellen für Menschen, die mit einer Suchtproblematik akut Hilfe suchen. Sollte euch dieses Thema in besonderer Weise betreffen, dann passt beim Hören dieser Folge bitte auf euch auf. Schön, dass du da bist, lieber Erik. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich habe mich in den letzten Tagen ganz viel mit dir beschäftigt, mit deiner Musik und mit deiner Geschichte. Und je mehr ich mich eingearbeitet habe in die Materie, umso größer wurde mein Respekt vor dir, muss ich dir mal sagen. Ich habe ganz viele Sachen über dich nicht so richtig gewusst, obwohl du natürlich in meiner Peripherie bist. Und ja, wir haben ja beide auch zur gleichen Zeit in Dresden gewohnt und sind uns auch über den Weg gelaufen. Du warst am Landesgymnasium für Musik, als ich an der Musikhochschule war. Aber trotzdem wusste ich eigentlich nicht so viel über dich. Mhm.
Ja, danke, dass du dich mit mir beschäftigst. Ja. Das ehrt mich voll. Ja, voll gerne. Es war total interessant. Und ich habe auch sehr viel über mich selber gelernt, weil es ist ja schon so, dass du einfach mit dem, was du machst, ziemlich polarisierst. Und I guess. Dein Umfeld hat dich, glaube ich, schon ziemlich früh spüren lassen, dass du anders bist. Und ja. Das hat dich nicht aufgehalten, ja. Sondern anscheinend enorme Kräfte in dir freigesetzt. Und ich finde das total spannend, dass du diese vermeintliche Andersartigkeit zu einem Prinzip erhoben hast und auch zu einem Mittel, mit dem du so konservative Strukturen sichtbar machst und auch ganz offen hinterfragst. Also es gibt ja auch diesen schönen Spruch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ja, absolut. Und ich habe das Gefühl, du lebst wirklich ungeniert und hast dich so ein bisschen auch von jeder Scham freigemacht. Und das finde ich total beeindruckend. Amen. Von jeder Scham wird man, glaube ich, nie komplett frei. Aber mir geht es eigentlich darum, dass ich so sehr wie möglich ich selbst sein kann, dass ich was Gutes tue in der Welt. Und ich glaube, mit der Musik, mit der ich arbeite, die ich schaffe, tue ich das. Das ist mein Ziel. Also zumindest dieser Mut zu so einer bedingungslosen Authentizität und diese Art, mit der du auch deine eigenen Schwächen sogar sichtbar machst und mit deiner sehr schönen Stimme hörbar machst, das inspiriert mich sehr. Und deshalb freue ich mich auch total, dass du heute mit mir sprichst. Am Internationalen Tag des Podcasts. Haben wir gerade rausgefunden, ja. Ich würde gerne wissen, Erik, wann wusstest du, dass du ein Sänger werden möchtest oder dass du ein Sänger bist? Yes. Sehr, sehr, sehr früh. Und ich glaube, meine Eltern erzählen oft die Geschichte, dass wir im Urlaub waren in Dänemark und ich saß bei meinem Papa so auf dem Fahrrad, Gepäckträger vorne und habe, glaube ich, Lou Bega gesungen. Mambo Number 5. Ich bin mir nicht sicher. Das oder irgendein anderes Lied in der Richtung. Okay. Was halt gerade im Radio lief und habe nicht aufgehört zu singen. Und das hat meine Eltern insofern gefreut, als dass mein Papa halt Musiker ist und das Singen was total Schönes ist. Und ich dann dadurch irgendwie in einer stärkeren Verbindung vielleicht sogar zu meinem Papa stehen konnte, weil der machte halt Musik und dann haben wir oft zusammen gesungen und immer vorm Schlafengehen gesungen, Beatles-Songs oder Volkslieder. Es geht eine dunkle Wolke herein, haben wir viel gesungen. Das mochte ich sehr. Es geht eine dunkle Wolke herein, das ist ja creepy. Ist ein bisschen creepy. Aber das ist das Erste, wenn ich dran denke, was wir gesungen haben. Ist das eins der Lieder, die... Und so... Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Ist das eine Zeile aus dem Lied? Ist eine Zeile, ja. Echt? Nee, es ist nicht eine Zeile aus Es geht eine dunkle Wolke. Oh, okay. Aber es ist so eine Volksliedzeile. Ja, und so Nobody Knows the Trouble I've Seen. Aber gibt es quasi einen Moment, wo du wusstest, ich will auch auf die Bühne? Also wo du, manchmal gibt es ja so wie so eine Initialzündung, das ist das, wonach ich frage. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch das auf die Bühne gehen war. Das kam vielleicht dann erst später als logische Schlussfolgerung von der Tatsache, dass ich gern gesungen habe. Also ich habe das Gefühl, die Musik hat mich glücklich gemacht, in einem Alter, wo ich darüber nicht so viel reflektieren konnte. Und die Schlussfolgerung davon war dann, dass ich gern Sänger sein wollte. Und mein Papa konnte mich insofern unterstützen, als dass er an der Musikschule gearbeitet hat oder jetzt auch immer noch arbeitet. Und da haben wir dort eine Schülerband gemacht, in der ich gesungen habe, wo mein Papa Gitarre gespielt hat. Und dann habe ich relativ schnell die Platten von meinem Papa entdeckt, wo dann eben Ella Fitzgerald und Joe Pass und Billie Holiday im Plattenschrank standen. Und da, wo ich wirklich eine bewusste Entscheidung gemacht habe, ab einem gewissen Punkt war dann, dass ich Jazzsänger werden wollte, weil mich die Musik am meisten berührt hat in terms of like Freiheit. Für mich hat sich gerade Ella Fitzgerald so einfach, so frei, so im Moment angefühlt, dass mich das mehr angezogen hat als das, was ich davor gesungen habe, so Beatles-Songs oder. Ist denn Jazz das, was am meisten lief bei Lloyd Häusers daheim? Nicht nur, es lief immer Radio, es lief immer Pop-Zeug und das gefällt mir auch bis heute. Okay. Also ich höre viele verschiedene Arten von Musik. Schaut man auf deine Kindheit und auf deine Jugend, dann ist ja diese Andersartigkeit, von der ich vorhin schon gesprochen habe, in Anführungszeichen, eigentlich ein Label, das du so von außen bekommen hast. Du bist in der sächsischen Provinz groß geworden, nämlich in Freital. Yes.
40.000 Seelen. Mhm. Und du hast mal gesagt, dass speziell deine Gymnasialzeit ziemlich traumatisch für dich war. Ich zitiere dich. Freital ist ein Ort, der mir eigentlich kaum was Positives mitgegeben hat, außer meinem musikalischen Papa und meinem Elternhaus, das mir eine Art Rückhalt gegeben hat. Sonst gab es nichts. Ja, vielleicht noch Tischtennis. Ich habe Tischtennis gespielt. Ja, das stimmt. Aber wie kann ich mir denn diese Phase in deinem Leben vorstellen? Also, es ist wahrscheinlich relativ einfach erklärt. Und ich glaube, da geht es auch vielen queeren Menschen oder schwulen Menschen so, dass man sich so fühlt, als wäre man der andere. Man kriegt so dieses Label. Und das kann auch einfach nur sein, speziell am Anfang war ich halt derjenige, der gesungen hat. Ich war der Sänger. So, das hat mich zum anderen gemacht. Die anderen haben halt Fußball gespielt oder was auch immer, Computerspiele. Und dann, wenn man sich fühlt wie der andere, dann, wenn man sich fühlt, als hätte man keine Community, hätte man keine Freunde, dann kann es oft passieren, dass man sich auf etwas stürzt, worin man gut ist, um den eigenen Selbstwert zu pushen. Mhm. Und ich glaube, deswegen gibt es durchaus in der Gay-Community so bestimmte Body-Stereotypes, dass irgendwie viele schwule Männer ins Fitnessstudio gehen oder irgendwie richtig gut im Job sind oder ja, gut in einer Sache irgendwie. Und für mich war das die Musik, die mir den Antrieb und die Motivation gegeben hat, irgendwie mich darüber zu definieren. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt so das Gesündeste quasi, den Selbstwert, mit dem man eigentlich aufwachsen sollte als junger Mensch, einfach weil man es wert ist, ohne irgendwas leisten zu müssen. Das, was man so mitbekommt von den Eltern, dass man geliebt wird, das hat sich für mich halt nicht so angefühlt. Ja, da ich halt schwul war oder da ich halt schwul bin und in diesem Umfeld aufgewachsen bin. Mhm. Und am Anfang war das halt das Sängersein so, aber ja, ich habe mich da immer anders gefühlt als... Hattest du Freunde dann, in deiner Schulzeit? Ich hatte wenig Freunde in meiner Schulzeit. Also dann, ich hatte mehr Freunde dann durch die Musik, als ich aufs Landesmusikgymnasium gegangen bin. Das war toll. Das heißt aber, in Freital warst du einfach viel alleine. Ja, voll. Absolut. Oder halt viel mit Musik beschäftigt. Und ehrlich gesagt, ich will das jetzt auch nicht nur negativ framen, sondern ich meine, klar, das hat Folgen und Konsequenzen, das Alleinsein. Das ist natürlich nicht gut für eine junge Person, aber wahrscheinlich würde ich jetzt auch nicht hier sitzen, hätte ich nicht diese Backstory. Ja, klar. Und das ist, ist Teil meiner Geschichte und das ist auch gut so, wie es ist. Ja, ich glaube, es ist. Für mich jetzt. Ich habe es wirklich sehr stark in meiner Beschäftigung mit dir so empfunden, dass du es transformiert hast. Ja. Yes. Mhm. So, ne? Dass du irgendwie auch ein bisschen so eine Art Rebell dann dadurch geworden bist. Und einfach ein sehr fähiger, sehr fleißiger Musiker. Und das ist schon spannend. Also, dass sozusagen du eigentlich aus einer schwierigen Situation was total Positives gemacht hast. Wobei ich auch sagen muss, ich meine, klar, die Situation war nicht optimal. Es war jetzt nicht die schwierigste, die Menschen irgendwie erleben können im globalen Bereich. Aber ich merke auch, das Rebellische habe ich, glaube ich, auch von meiner Oma, weil ich habe meine Oma gesehen und die ist sehr, sehr stur. Und was ich gemerkt habe in meiner Kindheit, ist, dass ich Sachen immer hinterfragt habe. Den Sinn hinterfragt habe, warum gibt es diese bestimmte Regel oder warum ist das normal? Und das habe ich sehr früh gemerkt, das ist bis heute auch so. Und ich glaube, das ist was mich auszeichnet, auch unabhängig von dem Upbringing, was irgendwie in mir ist. Mhm. Und was ich auch wertschätzen will. Was mich freut, ehrlich gesagt. Also du hast ja schon Ella Fitzgerald genannt, aber welche Stimmen oder welche SängerInnen haben dich denn aus heutiger Sicht besonders geprägt? Das war viel Ella und das war dann auch der, insbesondere das Album Ella Fitzgerald und Billie Holiday at Newport. Diese Platte, einfach auf der B-Seite war dann Billie Holiday und ich habe das am Anfang gar nicht gecheckt, weil das so stimmlich anders war und sich anders angefühlt hat als Ella. Und diese beiden Gegensätze, dass das irgendwie auf einer Platte existieren kann, hat mich total inspiriert. Und dann, als ich mich dann mehr mit dem Thema beschäftigt habe, auf jeden Fall Leute wie John Hendricks, Carmen McRae, die ehrlich gesagt auch auf dieser selben Platte at Newport ist, auf der CD-Version, zwar noch nicht auf der Platte, die ich hatte. Und ich bin so ein riesen Carmen McRae-Fan geworden. Mark Murphy ist auch wirklich toll. Absolut. Ja, ich würde sagen, das waren so die frühen, aber immer auch Popmusik zur gleichen Zeit.
Ja, was sind so Popstimmen? Ich überlege gerade, wen ich in der Zeit gehört habe. Ich bin auf Konzerte gegangen von Mia. Mia, das erste Album. Das erste Album von Jennifer Rostock. Ach krass, okay. Ja, so Neue Deutsche Welle Sachen haben mich auch interessiert. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Du hast mal gesagt, ich will der Künstler sein, den ich gerne gesehen hätte, als ich ein Jugendlicher war. Ja. Kannst du mir erklären, was dir damals gefehlt hat? Was mir gefehlt hat, war, glaube ich, einfach nur queere Repräsentation im Jazz. Insofern war die Entscheidung dann einfach irgendwie zu den Wunsch zu haben, zu Michael Schiefel zum Beispiel zu gehen, zum Studium, der in Weimar Professor war zu der Zeit. Aber hast du das damals auch als Kind und Jugendlicher schon aktiv empfunden, dass das fehlt? Ja, oder hast du einfach gemerkt, es gibt irgendwie nicht, ich kann nirgendwo andocken oder? Das habe ich in erster Linie gemerkt, wo die Entscheidung getroffen war, dass ich gern Jazzsänger sein will. Und wo ich dann meine ersten Schritte gemacht habe auf dem Musikgymnasium und so gesehen habe an die Hochschule, wer ist da so? Oder was gibt es noch? Was gibt es außerhalb von Carmen McRae? Was gibt es für Menschen in Deutschland, bei denen ich konkret vielleicht Unterricht nehmen könnte? Und dann habe ich da wenig irgendwie Vorbilder gesehen für mich. Beziehungsweise ganz konkret bei dieser Idee, ich will gern Jazzsänger sein, wie könnte mein Leben denn aussehen, wenn ich irgendwie fertig studiert habe? Und dann habe ich eben Menschen gesehen wie Michael Schiefel und Theo Bleckmann. Die auch beide queer sind. Die auch beide queer sind und damit offen. Und deren Musik auch einfach anders klingt. Vielleicht ist es nicht mal das Queere, aber einfach, vielleicht ist es das, wie ihre Identität unterbewusst die Musik beeinflusst, die sie macht, die sie machen. Wie anders vielleicht ihre Soundideale gerade bei Gesang sind. Ich glaube, der Punkt ist, dass mich das Soundideal vom Klischee von Jazzgesang, von so Kurt Elling und so Frank Sinatra, dass mich das überhaupt nicht interessiert hat, von vornherein. Und hätte es nicht so Stimmen gegeben wie Michael Schiefel und Theo Bleckmann, dann... Was ist das Soundideal von Frank Sinatra und Kurt Elling? Ich bin mir nicht sicher. Meinst du so klassischen Big Band, Swing? Nee, gar nicht mal die Besetzung. Ich liebe Big Band, Swing. Mehr so eine bestimmte Attitude mit der man ein Liebeslied singt. Ein Standard, um den es um Liebe geht. Auch eine bestimmte Form von Maskulinität? Absolut. Okay. Ja, das ist der Hauptpunkt. Das ist der Hauptpunkt. Weshalb ich oft einfach Frauenstimmen gehört habe oder bis heute, wenn man meinen Plattenschrank ansieht, sind da in erster Linie Frauenstimmen, höhere Stimmen, die mich interessieren, weil ich finde da so viel Unterschiede und so viel unterschiedliche Ideale von Sound. Und das fand ich toll. Mit 15 gab es endlich den Ausweg aus Freital. Klingt sehr dramatisch. Ja, nicht wahr? Okay. Das Landesgymnasium für Musik in Dresden. Was hat sich dort für dich verändert und wie war dein neues Leben in der Großstadt? Ich muss mal ein bisschen lachen, wenn ich so Dresden und Großstadt höre, weil ich Dresden wirklich auch ein bisschen dörflich finde. Ja, voll. Also es ist eine ganz freundliche Großstadt in gewisser Hinsicht. Ja, ich war einfach total dankbar, dass ich auf einmal diese Förderung erfahren habe und dass ich diese Motivation gespiegelt sah von Lehrern, wo ich auf einmal Klavier spielen musste und mit diesem Ziel, ich werde Sänger. Also da war, auf dem Ziel irgendwie Sänger zu werden, gab es da ganz viel positiven Support und Unterstützung und viel Zukunft auch, viel so Sinn. Und dafür bin ich total dankbar. Ich habe dann irgendwie, es war auch natürlich schrecklich, ich habe irgendwie in der Big Band gesungen, wo wir dann irgendwie sehr viel abends gespielt und geprobt haben und dann musst du irgendwie früh aus Freital in die Schule und irgendwie wieder zurückkommen und so. Und wie erklärt man das den Eltern, dass das irgendwie wichtig und gut ist, dass man jetzt bis um eins in der Groove Station irgendwelche George Benson Lieder singt mit einer Band, die eigentlich schon wesentlich zu viel Alkohol getrunken hat. Ja. Aber das gehört irgendwie auch dazu, auch die schrecklichen Sachen. Also ich bin dafür irgendwie dankbar. Es war natürlich viel zu viel Input, weil es war eigentlich wie schon studieren. Das bedeutet, im ersten Jahr vom Studium habe ich mich dann in gewisser Weise gelangweilt oder gefragt, was mache ich hier eigentlich? Okay. Kenne ich ja schon. So. Das kann ich irgendwie schon analysieren, diesen Standard oder was auch immer. Und das ist vielleicht das Einzige, es war zu viel Input.
aber ich habe das total aufgesogen und genau, war halt irgendwie auch in diesem Gefühl von, ja, wenn ich einfach der beste Sänger, was immer das heißt, so der beste Sänger, der ich sein kann, wenn ich da hinkomme, dann wird ja alles gut. Und ich glaube, dass das nicht so ist. Okay. Ich glaube, das Talent allein oder einfach nur ein toller Sänger zu sein, auf einem virtuosen Level, das ist total Tolles. Mhm. Aber dass es nicht unbedingt bedeutet, dass man davon leben kann oder so. Na, die Welt schuldet einem nichts. Ne? Die Welt ist also nicht fair. Es ist nur, weil du viel geübt hast, heißt das nicht, dass du auch erfolgreich sein wirst. Absolut. Das ist leider echt blöd. Absolut. Und ich bin mir nicht sicher, wie es heute ist. Vielleicht ist es anders. Aber ich bin mit diesem Gefühl aufgewachsen von, wenn du dich einfach richtig anstrengst und mit deinem ganzen Herzen was machst, dann wird ja alles gut. Und in gewisser Weise sitze ich heute hier und bin eigentlich total stolz und es ist irgendwie so. Aber es fühlt sich sehr anders an, als meine vielleicht Vorstellung in diesem Alter war, von was es bedeutet, Sänger zu sein. Und wie sich das die ganze Zeit verändert. Ja. Wie das Business sich verändert. Es ist halt auch so ein bisschen diese neoliberale Denke. Genau. Und es ist einfach nicht so, dass wir alle die gleichen Chancen no. haben. Das ist nicht so. Absolut. Das ist dann ja auch, wenn du es nicht schaffst, ist es ja deine Schuld. Genau, weißt du? Genau. Also genau. Das ist Quatsch. Ja, ja, voll. Aber ich verstehe total, was du meinst. Und der Grundgedanke dessen, dass man sozusagen sein Leben selber in die Hand nimmt, ist ja auch nicht doof. Ne? Ja, ja. Aber die Welt ist halt nicht fair und nicht jeder hat den gleichen Zugang. Nee. Und ich habe dann im Laufe von meiner Beschäftigung mit Musik halt irgendwann entdeckt, okay, Moment mal, wieso höre ich eigentlich nicht nur Bobby McFerrin und Leute, die ultra virtuos sind, sondern halt Nina Simone oder andere KünstlerInnen, die halt was zu sagen haben. Warum höre ich das anstelle von Menschen, die einfach nur virtuos sind? Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, wow, es gehört halt noch mehr dazu, wenn man irgendwie... Ja, wenn man vielleicht Künstler sein will als nur guter Sänger, weil dann könnte ich auch vielleicht in einem Rundfunkchor singen oder so. Aber hast du dich tatsächlich in Dresden ein bisschen freier gefühlt, was sozusagen deine Homosexualität angeht und diese Mobbing-Erfahrungen, die du in Freital gemacht hast? Ja, ich meine, da ging es halt einfach nur um Musik. Ja. Ich würde sagen, das ganze Thema habe ich bewusst ausgeklammert in meiner Zeit am Musikgymnasium. Aus Angst auch, irgendwie nochmal eine ähnliche Erfahrung zu machen wie davor. Aber ich habe mich trotzdem akzeptiert gefühlt so. Also es musste da nicht so eine Rolle. Es wäre da auch kein Ding gewesen. Nur aus meiner eigenen Angst habe ich da wenig davon erzählt oder erst später. Ich glaube erst kurz bevor dann die Zeit da vorbei war mit dem Abitur. Und du konntest dann besser in die Gemeinschaft dich einbringen, weil alle Interesse an Musik hatten wahrscheinlich. Ja, alle hatten Interesse an Musik und waren eh irgendwie in ihrem eigenen Film und irgendwie... Okay. Ja. Du warst gerade mal 19, als dein Debütalbum erschienen ist, In the Land of Obladi. Ja. Nicht alle Menschen, die diesen Podcast hören, sind geneigte Jazz-HörerInnen. Ja. Deshalb müssen wir, glaube ich, mal kurz ein bisschen das Konzept des Albums erklären und auch, was Vocalese ist. Magst du das mal übernehmen? Ja, das Konzept des Albums war letztlich instrumental, Improvisationen von bekannten JazzmusikerInnen irgendwie zu nehmen. Charlie Parker, Sonny Rollins, Soli, die mir gefallen haben, und zu diesen Improvisationen Texte zu schreiben. Das eigentlich das, worum es in Vocalese geht. Man nimmt ein Instrumentalsolo oder ein Solo von einem Jazzmusiker generell und schreibt einen Text dazu und singt es. Es gibt berühmte AmerikanerInnen, die das vorgemacht haben, so in den 60er Jahren. Annie Ross, genau. John Hendricks, Eddie Jefferson waren so die Pioniere davon, gerade Eddie Jefferson. Und absolut. Du hast es auf Deutsch gemacht. Korrekt. Ja. Und hast so Texte aus deiner Lebenswelt genommen. Ja, genau. Absolut. Auch einfach aus dem Grund, dass ich auf Englisch angefangen habe und gemerkt, ich scheitere da. Und ich glaube, in dem Fall war es sogar mein Papa, der gesagt hat, ja, mach doch einfach auf Deutsch oder probier das doch mal. Und das war dann halt insofern irgendwie cool, als dass das noch nicht wirklich viele Menschen gemacht haben auf Deutsch. Und dann wurde das so ein bisschen das Konzept von diesem Album oder hat mich so angetrieben, was Neues zu machen, irgendwas, es noch nicht gibt. Und in diesem Album hört man einfach raus, wie ambitioniert ich irgendwie bin. Es halt irgendwie drüber auf eine Art. Aber irgendwie auch
irgendwie, ich schäme mich nicht für dieses Album, in keinster Weise. Ich bin, das hat mir so viele Sachen geöffnet und tatsächlich an so vielen Orten sprechen mich Leute auf dieses Album an. Interessant. Oder singen mir irgendwelche Texte vor, egal wo ich bin. Oh. Wo war ich neulich? In Taiwan, hab da ein Konzert gespielt, da war ein finnischer Schlagzeuger, der mir irgendwie meinen Text von Confirmation vorsingt. Das ist irgendwie geil. Also ich habe das Gefühl, dass das Album hat was ausgelöst in vielen. Ja, ich weiß noch, dass ich damals so dachte, was für ein Streber. Oh, voll. War ich auch. Keine Frage. Und ich habe eine Rezension gefunden, die ich witzig fand. Mhm. Ein erfrischendes Debüt eines beachtlichen jungen Gesangstalents aus Berlin. Erik Leuthäuser skettet nicht nur gewandt, sondern überrascht auch mit Vocalese-Texten auf Deutsch. Witzige Verbeugungen eines jungen Fans vor seinen Helden wie Ella oder Monk. Mhm. So wird Parkers Confirmation ein Song über einen Schüler, der statt Physik oder Deutsch zu büffeln Bebop singt. Sympathisch, Ausrufezeichen. Oh. Ja. Also ich war damals natürlich ein bisschen zu kleingeistig, um zu verstehen, dass du erstens wahnsinnig jung bist. Ja, und dass voll. Das eine krasse Leistung ist, was du da gemacht hast. Und dass es natürlich aber auch eigentlich so eine Art Fingerübung war. Ne? Du hast dich halt total intensiv mit Jazz-Soli auseinandergesetzt und hast da Texte drauf geschrieben. Und wenn man sich die Platte anhört, dein Phrasing, das ist schon total beeindruckend. Also ich glaube, du hast dadurch, glaube ich, wahnsinnig viel gelernt. Ne? Absolut. Und das ist am Ende halt das, worum es eigentlich ging. Absolut. Aber ich habe damals gar nicht gerechnet mit den Alben, die danach kamen, interessanterweise, weil ich wirklich dachte, du bist so ein richtiger Traditional Jazz-Sänger. I mean, das ist ja auch das Ding, so man hat ja bestimmte Schubladen für Menschen und ich habe mit diesem Album auch einfach gemerkt, so das macht keinen Sinn für mich, einfach nur diese Musik zu singen oder ich meine, ich habe ja immer noch weiter dann mich mit dem Great American Songbook beschäftigt, so. Danach oder immer noch weiter irgendwie Alben mit Standards gemacht. Mhm. Aber dann ging es nicht mehr nur um die Virtuosität und um irgendwie zu zeigen, dass ich halt dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. Es macht halt generell keinen Sinn, in Musik irgendwelchen Leuten zu zeigen, dass man irgendwie gut ist. Dann bist du ja zum Studium gegangen, nach Weimar. Mhm. Warum bist du da nicht geblieben? Weil Weimar sehr klein ist. Und weil ich dann Michael Schiefe schon kennengelernt hatte und der wohnte ja eh in Berlin. Und da habe ich viel mitnehmen können. Ja. Und durch ihn viel gelernt. Und ja, dann gab es eigentlich keinen Grund, da noch weiter zu bleiben. Was hast du dir gewünscht? Du wolltest lieber richtig in die Großstadt. Absolut. Was hat dich angezogen an Berlin? Ich war eh jedes Wochenende da. Mhm. Für verschiedene, für Aufnahmesessions. Ich bin auf Sessions gegangen. Alles so die Dinge, die man, keine Ahnung, so die Hausaufgaben, oder? Die man. Oder ich mir war halt klar, so, okay, da sind einfach mehr MusikerInnen, mit denen ich vielleicht eine Connection habe. Okay. Oder da sind vielleicht generell mehr Menschen, mit denen ich eine Connection habe. Mhm. Da kann ich irgendwie, keine Ahnung, in einen Club gehen und irgendwie Sex haben. Also auch Sachen komplett unabhängig von Musik haben mich da angezogen. Wie hat die Stadt dich denn musikalisch und persönlich verändert? Was hat Berlin mit dir gemacht? Ich habe ganz viele Sachen kennenlernen dürfen. Musikalisch und als Mensch. Ich habe das erste Mal dann da allein gewohnt. Habe ganz viele Menschen kennenlernen dürfen. Mhm. Das ist tolle. Das war einfach, das war ehrlich gesagt eine tolle Zeit. Das war die Zeit, wo ich so einfach durch die Musik ganz viele so fucking Jazz-Wettbewerbe gewinnen konnte oder irgendwie dran teilnehmen durfte. Mhm. Also ich hatte wirklich das Gefühl so, wow, mir fliegt gerade irgendwie so viel zu und ich habe gleichzeitig so eine tolle Zeit. Ich habe dieses Album gemacht und das hat irgendwie Erfolg. Ich spiele Konzerte mit der Musik, die ich liebe. Und ich, keine Ahnung, habe so meine ersten so Grinder-Dates und lerne irgendwie, keine Ahnung, einen Arzt kennen und dann irgendwie jemand, der mit Drogen dealt und dann irgendwie, also ganz unterschiedliche Lebensrealitäten. Sag nochmal kurz, was Grindr ist. Grindr ist einfach nur eine App, eine Dating-App letztlich, wo es um Hookups geht, wo es um, ja, einfach um Sex geht. Mhm. Und das ist toll. Und ich meine, das habe ich natürlich auch schon in Weimar so entdeckt, aber ja, Weimar ist halt eine kleinere Stadt. Ja, in Berlin hat es nochmal einen anderen Maßstab wahrscheinlich. Die Clubs, die ganzen queeren Orte, die es in Berlin gibt,
die es in Weimar nicht gibt. Es ist halt eine Metropole. Ja, in Berlin kannst du ja durchaus auch mit Fetisch-Outfits absolut draußen rumlaufen, was absolut in Freital und in Weimar. Ich meine, man kann schon. Ja, man, frage kann es, lange. Man kann es schon machen. aber in Berlin fällt es, glaube ich, gar nicht so krass auf. Ne? Es ist nicht so ein, ja, es ist alles nicht so ein Thema. Hängt davon ab, in welchem Bezirk man wohnt, aber ich wohne direkt am Nollendorfplatz, insofern. Mhm. Ich meine, ich war da so 20 und das ist ja einfach toll, einfach zu sehen, was gibt es für Lebensrealitäten und auch wer bin ich? So, man, das ist ja auch so eine Zeit, wo man dann sich findet. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wo warst du mit so 20, Anfang 20? Ich habe eine Berufsausbildung gemacht. Okay. Direkt nach der Schule und habe tatsächlich in Gera gewohnt. Oh. Und Gera, naja, ich sag mal so, in die Großstadt ziehen kann jeder, ne? Aber das in stimmt. Gera 3 Jahre überleben, bravo. Das musst du erstmal schaffen. Das stimmt. Also da insofern tatsächlich sowas wie in Clubs gehen und so, das gab es erst viel, viel später in meinem Leben. Mhm. Aber bist du tatsächlich auch so richtig in die Clubszene abgetaucht in Berlin? Also so in die Elektro-Techno-Szene? Elektro-Techno, ja, zum Teil. Aufgrund von einem Boyfriend, einem Freund, den ich da zu der Zeit hatte. Ja, aber immer wenn es quasi um, wenn es um Musik geht, habe ich da so eine sehr, bin ich so sehr strikt. Das bedeutet, mir muss die Musik richtig gut gefallen. Mhm, okay. Um den Ort geil zu finden. Und das war an manchen Orten so, an manchen nicht. Deswegen war ich da sehr, sehr picky. Aber ja, mich haben eher die Vielzahl an so Sexclubs interessiert. Ah, okay. Wo es dann ein bisschen weniger um Musik geht. Aber es ging so mehr um diese Connection von irgendwie meinen Fremden treffen und irgendwie so dieses, was ich eigentlich wirklich wie mit Improvisationen beschreiben kann, wenn man irgendwie mit jemandem Musik macht, die man vielleicht noch nicht kennt und man hat dieses Gefühl von, es klappt voll gut. Oder es passiert was Geiles. Es passiert was Magisches. Und so war für mich, so war Sex für mich. Deswegen gab es da viele Parallelen irgendwie. Du hast mal gesagt, Jazz ist sehr hetero. Ja. Kannst du das ein bisschen ausführen? Ich meine, musst du nur die Jazz-Studie wahrscheinlich anschauen. Einfach Männer-Frauen-Anteil ist irgendwie sehr klar oder sehr. Der Männeranteil ist sehr hoch und worüber wir vorhin gesprochen haben, einfach, es gibt wenig queere Repräsentationen. Mhm. Und wie gesagt, das betrifft ja die Geschichten, die da erzählt werden oder die, von wo man kommt und weil natürlich die Musik, die wir als Künstler machen, mit unserer Persönlichkeit verbunden ist. Ja. Und unsere Lebensrealität fließt halt ein in unser Songwriting, was uns beschäftigt als Mensch. Gerade wenn es vielleicht auch über Jazz hinausgeht, ums vielleicht ist es noch weniger im Jazz, wo man vielleicht dann, ja, wo auch in der deutschen Szene, wo es viel darum geht, eigene Kompositionen zu schreiben, insofern. Es geht ja nicht nur um Standards. Aber selbst bei Standards so, es gab da einfach niemanden, der irgendwie als Mann irgendwie einen Liebessong an einen ihn gesungen hat. Why not? What's the problem? Ja. Ja, da gibt es 1000 Beispiele, warum Jazz sehr hetero ist, glaube ich. Ich frage nur deshalb, weil ich glaube, dass vielen Menschen das gar nicht so klar ist. Ja. Dass diese Szene, die ja eigentlich total viel mit Freiheit zu tun hat und sich auch auf eine bestimmte Art und Weise geriert, gar nicht so offen ist, sondern dass da sozusagen auch viele konservative Kräfte am Start sind. Mhm. Da gibt es einen interessanten, ich weiß nicht, ob es eine Dissertation ist oder da gibt es so einen Artikel, der heißt When Did Jazz Go Straight von Sherry Tucker. Wenn man das googelt, findet man da einen tollen Beitrag, den ich sehr mochte. Was ist so die Quintessenz davon? Ich glaube, die Quintessenz ist, dass Jazz immer queer schon war. Es gab immer queere Persönlichkeiten im Jazz. 2018 ist dein zweites Album erschienen. Das heißt Wünschen. Und das ist schon eine, fand ich, sehr beeindruckende Weiterentwicklung und so ein ganz vollkommen eigenständiges Stück Musik im Vergleich zu der ersten Platte, die ja eher ein bisschen der Tradition gefolgt ist. Und ich glaube, spätestens da war allen ZweiflerInnen klar, dass man mit dir rechnen muss in Zukunft. Du hast mal erzählt, dass die Platte bei MPS, also die Platte ist bei MPS erschienen. Und ich habe gelesen, dass der Labelchef nach dem Konzert auf dich zukam und eigentlich für dich im Sinn hatte, dass du eher so ein bisschen musikalisch in Richtung Roger Cicero gehst, weil der auch gerade gestorben war. Beim Release-Konzert von der allerersten Platte.
In der Kunstfabrik-Show saßen so drei Leute im Publikum und einer davon war halt der Chef von MPS. Und es war voll das deprimierende Konzert, weil die Band war ganz schrecklich. Tatsächlich. Nichtsdestotrotz fanden die es halt spannend, dass ich auf Deutsch gesungen habe. So, das war der ausschlaggebende Punkt. Und die Richtung war ja nicht klar, was ein zweites Album sein könnte. Die haben mir dann irgendwelche Vorschläge gemacht, in welche Richtung das gehen könnte. Und ich habe mich mit Wolf Kampmann nochmal, der war da zurzeit am Jazz-Institut in Berlin, Jazz-Geschichtslehrer, deshalb Journalist. Und dem habe ich das halt erzählt, dass dieses Plattenfirma mit mir eine CD machen will und ich nicht genau weiß, was ich eigentlich will. Und der hat mir dann so ein bisschen gut zugeredet und gesagt, ja, mach doch genau das, worauf du Lust hast und lass dir nicht reinreden. Und find vielleicht gibt es einen Weg, um die glücklich zu machen, aber vor allem auch dich, was immer du vorhast. Genau, und das war die Zeit, wo ich eben gemerkt habe, wow, es funktioniert für mich nicht, einfach nur irgendwie Virtuosität zu zeigen auf einem Album. Oder Joni Mitchell, sehe ich hier gerade auf so ein Bild bei dir in der Wohnung. Das habe ich viel gehört, Joni Mitchell. Ich habe angefangen, Sophia Stevens zu hören. Auch mehr MusikerInnen, die weniger mit Jazz vielleicht primär zu tun hatten. Und dann überlegt, oder dann eben das Glück gehabt, dass in dem Fall Greg Cohen, der Bassist und Producer am Jazz-Institut, ich war bei dem in der Combo und dem habe ich das auch erzählt. Und dann wurde er halt der Producer von der Platte und hat halt mir viel unter die Arme gegriffen. Was eigentlich meine Vision angeht, meine Vision letztlich der Plattenfirma zu kommunizieren, dass das gut ist. Weil die Plattenfirma mochte Greg Cohen total und die wollten schon immer mal zusammenarbeiten, das hat ja nie geklappt. Und Greg Cohen mochte mich und hat mir vertraut, was ich vorhab. Und dann haben wir halt... Er hat dir geholfen, das zu übersetzen sozusagen. Genau. Okay. Und letztlich war das genau die Vision von dem Album, das ich da machen wollte zu dem Zeitpunkt. Und das war für mich sehr gut. Welche Lebensphase hast du eingefangen mit Wünschen? Ja, die des Suchens, die des Gefühls von mir die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich? Was wünsche ich mir? Was wünsche ich mir im Leben? Wer will ich sein? Und natürlich ist da eine gute Portion Jazz irgendwie drin. Aber da sind halt auch Songs von Dota Care mit dabei. Sie habe ich viel gehört und war dann dankbar, dass sie was zu der Platte beisteuern konnte. Oder mir erlaubt hat, dass ich Songs von ihr benutze und ja, wirklich das Suchen. Also das ist jetzt das Musikalische? Absolut. Und das Private, Persönliche, was steckt da so drin? Was war das für eine Zeit? Es war eine sehr stressige Zeit. Es spielte Musik eigentlich diese größte Rolle und zwar halt so eine große Chance, so ein Album bezahlt zu bekommen mit so, also es fühlte sich wirklich ab dem Moment, wo dann das so feststand, wir machen jetzt dieses Album und dann gab es diese Session. Ich erinnere mich noch, am Tag davor habe ich irgendwie noch ein Lied dafür geschrieben, so völlig im Stress und gleichzeitig halt studieren. Zum Glück war das für mich nicht wirklich so schwierig, weil ich dann einfach vieles mitnehmen konnte, was für dieses Album relevant war, in meinen Unterricht. In meinen Hauptfachunterricht. Das heißt, du standest, wenn ich es richtig verstehe, ziemlich unter Druck. Ja, voll. In der Zeit. Hast du denn tatsächlich auch einfach... Wenig Ausgleich. Genau, das ist die Frage. Was war dein Ausgleich sozusagen? Ja, der Ausgleich war Sex und Drogen. Das war toll. Das war auch toll, weil es führte da in dem Moment nie zu irgendwelchen Problemen. Also das war so die ganze Zeit von bis zur Pandemie generell, wenn wir über das Thema so Konsum und Drogen und Sex und so sprechen, kann ich da nur ultra positiv irgendwie von sprechen, weil es war die geilste Zeit überhaupt. Ja. Nicht nur im Rückblick, ich würde sagen zu so 90% waren das alles total schöne Erlebnisse. Hatte halt nie zu Problemen geführt, weil die Musik so präsent war und dass das so der Fokus ist, den ich ganz sicher nicht irgendwie verliere, war da keine Frage. Okay, aber du hast jetzt nicht irgendwie Sport gemacht oder... Also probiert. Es klingt halt sehr... Fitnessstudio. Es klingt halt sehr exzessiv, ne? Also es klingt halt sehr nach, entweder mache ich exzessiv Musik. Ja, voll. Oder ich feiere sozusagen exzessiv eine Party. Würdest du sagen, dass du schon so ein extremer Mensch bist? Auch voll, absolut. Also, absolut. Dass du quasi eine hohe Intensität brauchst? Ja.
Was meinst du, wo kommt das her? War das schon immer so? Oder ist dir das... Ja, das war immer so. Ich habe immer total viel Energie gehabt. Oder meine Eltern dachten, ich sei hyperaktiv. Ja, ich würde sagen, das war immer so. Ich glaube, das kommt... Also, das kommt daher, dass ich einfach viel, viel erleben will. Viel... Und auch stur bin, wie meine Oma. So, ich will alles so jetzt und gleich. Wie heißt denn deine Oma mit Vornamen? Gisela. Gisela. Ja. Ach, wie schön. Ja. Sie ist auch sehr stur. Sehr gut. Genau, ich will halt viel erleben. Und ich meine, da, also ich habe ganz viel Neugier, das ist das Positive. Was einfach schwierig für mich generell als Mensch ist, ist so emotionale Regulation. Natürlich braucht man Zeit, irgendwas zu verarbeiten. Oder wenn was viel ist, braucht man Ruhephasen. Beziehungsweise ich habe das Gefühl, in diesem Zeitpunkt in meinem Leben brauchte ich relativ wenige Ruhephasen. Okay. Jetzt brauche ich mehr Ruhephasen. Langsam, der Zahn der Zeit. Er nagt auch an dir. Er nagt auch an mir. Wo wir gerade über Extreme sprechen. Ja. Du bist ja wahnsinnig viel auf Tour und total viel unterwegs. Also du spielst ja international Konzerte. Du warst ja schon in unglaublich vielen Ländern. Organisierst du das alles selber? Mhm. Oder hast du quasi einen, also jetzt, einen Booker? Heute und hier in 2024. Das erste Mal das Gefühl, dass ich eine Booking Agency habe, wo ich das Gefühl habe, da kommt was bei raus. Okay. Was mich sehr, sehr, sehr freut. Das ist auch erst seit meinem letzten Album so, seit dem Album Sucht. Mhm. Und vor allem auch jemand, wo ich das Gefühl habe, da kann ich, also die Person checkt, wer ich bin und was ich mache. Und ich muss mich nicht irgendwie verstellen. Dass ich das Gefühl habe, ich muss mich irgendwie nicht verstellen, habe ich ehrlich gesagt seit diesem Album, was ich jetzt gemacht habe. Mhm. Seit dem Album Sucht. Oder dass irgendwie, dass es okay ist, was ich mache in Musik. Dass, weil auch in diesem Album Wünschen war das so, dass die Leute halt sich gefragt haben, ja, wer ist das denn irgendwie? Was? Also es war halt nicht so ein Klischee, irgendwie Jazz-Album oder Vocal-Jazz-Album. Es war halt nicht so richtig Mainstream. Es war aber auch kein Pop-Album. Mhm. Und ich erinnere mich noch, dass da so im Raum stand, dass ich doch besser nicht bei einem Konzert sagen sollte, dass ich irgendwie den Song für meinen Freund geschrieben habe. Oh, wer hat das gesagt? So das ein Label? Wow. So ein Typ vom Label, wo es da um Sachen wie irgendwie Image geht und das Ding ist nur, ich glaube, in dem Moment, ja, war das auch noch, da durfte sich das auch einfach finden, dass ich einfach, ich wollte da gern Sachen ausprobieren und ich will auch jetzt immer noch gern mir die Freiheit nehmen, dass ich Sachen ausprobieren kann. Ich darf irgendwie, keine Ahnung, einen Crop-Top anziehen, wo ich dann selber vielleicht irgendwie ein Jahr später denke, hat vielleicht nicht so gut zu der Hose gepasst. But who cares? Warum müssen wir so, warum muss ich so dieses Image, warum muss es da so einen roten Faden geben von irgendwas, was so ist wie jemand anderes? Und in dem Fall wollte, glaube ich, das Record-Label, die haben einfach gesehen, okay, männliche Homosexualität lässt sich vielleicht nicht ganz so gut verkaufen, aber lässt sich vielleicht verkaufen, wenn man damit so ambivalent ist. Ja. Hashtag Sophie und Stevens. So, das war so, das stand so im Raum. Und da bin ich zu stur für. Das macht für mich einfach gar keinen Sinn, weil es für mich halt nicht darum geht, irgendwelchen Scheiß zu verkaufen, sondern Musik zu machen, die gut ist und die Musik ist, die ich gerne hören wollte. Und gibt objektiv keinen Grund, nicht zu sagen, ich habe das für meinen Freund geschrieben, dieses Lied. Ja. Ich meine, das ist Wahnsinn. Konntest du das dann auch so sagen? Hast du dem Label gegenüber das dann auch so kommuniziert oder hast du es einfach nicht gemacht? Bin mir nicht mehr sicher, ob ich das kommuniziert habe. Ich habe es auf jeden Fall nicht gemacht. So. Mhm. Ich glaube, der Grund, warum ich dann nur ein Album da gemacht habe, ist, glaube ich, weil sich das Label generell verkleinert hat mit Jazz. Ja. Und ich bin denen aber dennoch in allem ultra dankbar. Mhm. Weil, ehrlich gesagt, was halt bleibt, ist dieses Album. Und klar, diese kleine Anekdote mit dem, was sie irgendwie von mir wollten, das ist irgendwie, ich glaube, die wussten auch selber nicht, was sie mit mir so als Künstler machen wollen oder wo das hingehen kann. Weil es gab halt wenig Vorbilder von Karrieren, die dann so ähnlich angefangen haben wie meine irgendwie. Und deswegen haben die da auch gesucht. Und ich bin denen aber einfach dankbar, dass ich das machen konnte. Mhm. Ja. Wenn du so viel reist, was zieht dich in die Ferne? Die Neugier. Die Neugier. Weil es ist ja, also
gerade wenn man low-budget-mäßig unterwegs ist. Falls du mal einen billigen Flug buchen willst. Ja, das habe ich schon gelesen. Ich rufe dich auf jeden Fall an. Auf jeden Fall. Dann ist das Reisen ja nicht komfortabel, vor allen Dingen, wenn man viel auf Tour ist. Und das ist ja mit unglaublich vielen Anstrengungen verbunden. Das klingt jetzt im Ausland Touren, klingt erstmal wahnsinnig glamourös, aber das, was du da wahrscheinlich erlebst und erlebt hast, ist ja nicht immer super glamourös. Nee. Aber es ist schön. Ich erfahre da ein Gefühl von so Connection, von Verbindung. Okay. Und das insbesondere im Ausland zu touren. Der Grund, warum ich da toure, ist, weil ich Jazzsänger bin, weil ich so ein Repertoire singen kann, was dann Musiker auf der ganzen Welt spielen können. Okay. So. Das ist komplexer mit meiner eigenen Musik. Es würde mehr Proben erfordern. Zum Teil, wenn die Zeit es erlaubt, mache ich es auch. Aber was ich halt mache im Ausland, ist dann Standards zu spielen. Das heißt, du suchst dir dann MusikerInnen vor Ort? Ja, zum Teil werden die auch gestellt. Hängt davon ab, was das für ein Club ist. Ah, interessant. Als ich jetzt dieses Jahr in Taiwan war, war da so eine tolle Band. Wow. Die haben so toll gespielt. Also das ist das Geilste. Also das ist eigentlich da, wo ich so dachte, wow, it paid off. Die Tatsache, Jazz studiert zu haben, einfach jetzt hier zu sein, mit dieser geilen Band irgendwie unbekanntere Standards zu spielen, die ich noch nicht so oft gehört habe, die vielleicht nur ich singe. Wer weiß, vielleicht singt sie noch jemand anders. Klar, aber wie geil ist das? Das zur einen Seite und dann auf der anderen Seite spiele ich natürlich viel, in dem Fall dann solo mit so Loopstations. Weil passt ins Handgepäck. Das mit den Standards ist dann eben wirklich so eine universale Sprache, ne? Ja. Das ist halt das Tolle. Ja. So ein universales Repertoire. Ja, voll. Wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet. Im April diesen Jahres ist dein drittes Soloalbum rausgekommen. Es heißt Sucht. Und du hast es ja auch schon erwähnt, es reflektiert dein Leben während der Pandemie, als du durch Chemsex in eine Drogenabhängigkeit gerutscht bist. Mhm. Wobei es die Drogenabhängigkeit vorher wahrscheinlich schon gab. Nur, dass ich mir das nicht eingestanden habe oder dass die Konsequenzen von meiner Sucht sich nicht auf so viele Teile meines Lebens bezogen haben. Ja. Dass die Kontrolle in meinen Augen zu dem Zeitpunkt da war oder es so schien. Wann hast du das erste Mal Drogen konsumiert? Also ich rede jetzt erstmal von Alkohol und vielleicht Cannabis, das sind ja meistens so die Einstiegssubstanzen. keine Ahnung, mit 15 oder 16. Okay. Ich meine, Alkohol ist so präsent in unserer Gesellschaft. Keine Ahnung. Ja, das stimmt, aber es ist, also man vergisst häufig, dass es trotzdem eine harte Droge ist. Absolut. Und, und auch eine der gefährlichsten tatsächlich. Absolut. Deshalb finde ich es auch immer wichtig zu erwähnen, in vielen Suchthistorien geht es häufig mit Alkohol los, ne? Oder mit Cannabis oder sozusagen den ersten Rausch erlebt man häufig mit Alkohol. Ich würde nicht sagen, dass es bei mir was mit Alkohol oder Cannabis zu tun hat. Mhm. Denn Alkohol schmeckt mir bis heute nicht. Mhm. Ich habe es immer wieder probiert. Selbst einfach nur ein Bier zu trinken, das Einzige, was ich abkann, ist ein Radler. Okay. Und selbst das, es gibt für mich nicht wirklich einen Grund, da nicht ein alkoholfreies Radler zu trinken oder ein Malzbier. Ja. Zucker, ich mag Zucker sehr, insofern. Die Bitterkeit von Alkohol schmeckt mir nicht und ich mag nicht, wie ich mich fühle mit Cannabis. Wenn ich was will, dann will ich irgendwie, I wanna go up, ja. I don't wanna go down. Okay, ich verstehe. Also was sind die Substanzen, die dich interessiert haben und wann bist du damit in Berührung gekommen, wenn du es erzählen möchtest? Ja. Also ich bin mit Drogen insofern in Verbindung gekommen, als dass es Teil von der Hookup-Culture, von Sex, von schwulem Sex in Berlin war und ist. Das heißt, in Berlin ist es eigentlich quasi so in richtig, jeder Großstadt. So richtig, okay. In jeder Großstadt. Ich wollte sagen, in Berlin ist es für dich losgegangen oder gab es das, hast du in Dresden auch schon in Dresden konsumiert? Habe ich nichts konsumiert gehabt. Nee, das war wirklich ein Ding, was präsenter war in Berlin. Ist ja auch die Frage, ob Dresden eine Großstadt ist. Dann waren wir vorhin schon. Ich kenne ja diese szeneimmanenten Dinge nicht, deswegen kann ja sein, dass es irgendwie in Dresden auch eine Rolle für dich gespielt hat. Heute vielleicht, ja. Vielleicht. Heute gibt es vielleicht eine Szene. Jedenfalls, genau. Also man musste sich ab einem gewissen Punkt. Das war mein Hund. Ja. Genau, wenn man sich dafür entscheidet, als schwuler Mann Sex zu haben oder Apps zu benutzen, in Clubs zu gehen, dann kommt die Frage auf, ob man Substanzen wie Kokain, Mephedron, GHB konsumieren möchte oder nicht. Mhm. Da kann es einfach sein, dass
dass man gefragt wird. Das heißt, da hast du dann deine ersten Erfahrungen mitgemacht, als du in Berlin warst? Ja, ja. Und war dein Drogenkonsum immer mit Sex verbunden? Mit Sex verbunden? Ja. Okay. Also in erster Linie verbunden mit Sex. Hashtag Chemsex, C-H-E-M. Ja. Genau, was ja sozusagen, also Chem steht ja für Chemicals. Genau. Und ich habe jetzt in der Recherche gemerkt, dass das gerade auch in der schwulen Szene ein riesiges Thema ist. Auch riesig. Und ich glaube, dass die allermeisten Menschen, so wie ich, wahrscheinlich nicht so viel drüber wissen. Vielleicht kannst du ein bisschen was davon teilen. Ja, das bedeutet chemische Substanzen in Verbindung mit dem sexuellen Setting. Mhm. Und was sind die Gefahren dabei? Oh, well, ich glaube, das ist am besten vielleicht zu googeln. Mhm. Weil, klar, ich habe ein Album gemacht, das inspiriert ist von diesem Thema. Ja. Weniger aufgrund meiner eigenen Suchterfahrungen, meiner eigenen Geschichte. In erster Linie, weil dieses Thema so präsent ist für die Menschen, die in meinem Umfeld waren und sind. Mhm. Und generell für viele schwule oder queere Menschen in Großstädten. Das ist ein Thema und das kann niemand bestreiten, dass es ein Thema ist. Und was das Problem ist, ist, dass zu wenig drüber gesprochen wird. Deswegen habe ich das Album gemacht. Und klar, es gibt viele Gründe für oder gegen Drogen, sowohl im sexuellen Setting als auch ohne. Ja, warum wird so wenig darüber geredet? Warum ist es so tabuisiert? Wenn es um schwule Sexualität geht, schon allein dieses Thema ist enorm stigmatisiert in der Gesellschaft. Okay. Darüber wird wenig gesprochen. Und wenn es dazu noch um Drogenkonsum geht, ist die Gefahr groß, dass man das Gefühl hat von, also dass da irgendwie das Klischee von der drogennehmenden Schwuchtel irgendwie so in den Junkie irgendwie, dass da all diese Assoziationen irgendwie hochkommen und irgendwie nicht reflektiert werden können und nicht verstanden werden können. Dass es da selbst, glaube ich, ein Thema ist, wenn schwule Magazine oder wenn es da in der Politik drüber geredet wird, weil dann dass quasi sich die schwule Community noch mehr Negativität in irgendeiner Art, dass es in irgendeiner Art mit was Negativem verbunden werden könnte, ist halt schwierig für manche vorzustellen. Okay. Dieses Thema hat halt einfach aufgrund von, weil es illegale Substanzen sind, so einen negativen Charakter. Mhm. Also jeglicher Drogenkonsum, gerade wenn es nicht um Alkohol geht oder um Cannabis, ist stigmatisiert. Und wenn dazu noch schwuler Sex kommt, dann hey, bravo. Sucht ist ja ohnehin natürlich ein super schambehaftetes Thema. Ja. Also wer will das schon gerne zugeben, dass er süchtig ist nach einer Substanz. Ja, voll. Und es gibt ja auch eine Menge sozusagen nicht substanzgebundene Süchte. Oh, absolut. Insofern. Mhm. Absolut. Auf deiner Platte geht es ganz viel, oder das, was ich immer lese oder immer gelesen habe, ist Crystal Meth als Substanz. Würdest du sagen, dass das in Bezug auf deine eigene Abhängigkeit deine Hauptsubstanz ist? Absolut, das war die Droge of choice. Beziehungsweise die am stärksten ist. Mhm. Absolut. Hast du tatsächlich einen Entzug gemacht? Was bedeutet Entzug? Ich meine, also ein Entzug würde jetzt zum Beispiel bedeuten eine Entgiftung und vielleicht anschließend eine Reha. Eine Reha. Reha. Mhm. Also ne, das wäre jetzt sozusagen die klassische Situation. Ich bin nicht sicher, ich weiß sicher für mich, dass diese Arten von Behandlung von der Sucht für mich weniger gut funktionieren. Und ich will in den Raum fragen, dass ich mir nicht sicher bin, dass so eine Art von Therapie für viele Menschen, die mit Chemsex zu tun haben, so die beste Option ist. Weil das Thema sehr komplex ist und mit vielen verschiedenen Dingen zu tun hat und für jeden unterschiedlich sein kann. So, ich weiß für mich, dass ich sehr gut funktionieren kann, selbst wenn ich ab und an konsumiere oder konsumiert habe. Und ich weiß auch, dass ich zum Beispiel keinen geregelten Alltag habe. So in der Reha lernt man zum Beispiel ganz klare Strukturen. Würde ich eine Reha machen, dann würde ich, keine Ahnung, jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen, irgendwelche Gruppentherapien machen oder vielleicht Sport machen und würde danach zurückkommen ins freiberufliche Musiker sein. Und hätte all diese Sachen nicht oder müsste die dann aufrechterhalten oder mein Leben würde anders aussehen. Ich glaube, das Wichtige ist zu wissen, was sind Gründe für Konsum
warum konsumiere ich? Und was ist meine Motivation, vielleicht länger sober zu bleiben? Oder was ist vielleicht meine Motivation, geplanten Konsum zu haben? Und jeder darf andere Ziele haben. Mhm. Das ist auch das Ding. Ich meine, klar, das Album heißt irgendwie Sucht. Das polarisiert irgendwie. Ich weiß, wenn ich über dieses Thema spreche, will ich keine Ratschläge geben für irgendjemand anders, weil ich bin nicht die AIDS-Hilfe oder ich bin nicht eine Suchtgruppe oder ein Therapeut, der sich im Detail damit beschäftigt hat. Also ich bin letztlich auch Betroffener, der darüber Songs schreibt. So. Mhm. Natürlich sehe ich halt viele Sachen von Betroffenen oder von Menschen in meinem Umfeld und ich weiß, dass für jeden anders ist das Thema. Jeder hat eine andere Geschichte mit diesem Thema. Und finde ich, jede Person ist Abstinenz der Weg, der Allheilmittel irgendwie ist. Also sprichst du gerade von dir selber auch, dass Abstinenz nicht... Ich weiß für mich, dass ich gern abstinent bleiben will, um zu checken, hey, wie fühlt sich das an? Weil ganz ehrlich gesagt, wirklich abstinent über einen richtig langen Zeitraum war ich ja nicht, seit ich 20 bin, right? Mhm. Es ist Teil von meiner Geschichte irgendwie. Und ja, ich habe das Gefühl, dass meine Motivation ist, dass ich gern spüren will, wie sich, keine Ahnung, mein Leben verändert, alle Areale meines Lebens, Partnerschaft oder meine Motivation generell. Ich will gern wissen, wie ich mich anfühle, wenn ich wirklich länger sober bin. Weil über Monate lang, ein, zwei Monate sober bin ich immer die ganze Zeit gewesen. Mit Ausnahme von während der Pandemie. Wo ich dann einfach sehr viel häufiger konsumiert habe. So. Und das ist mein Antrieb. Bewusstheit. Selbstwirksamkeit. Mhm. Das ist ein bisschen die... Für mich ist das jetzt klar. Und wer weiß, wie das ist, wie sich das in einem Jahr oder so anfühlt. Aber ich will gern dahin kommen. Dass du überhaupt weißt, wie das Leben ist, ja. Das abstinente Leben ist. Und es ist ja tatsächlich durch diese Verbindung mit Sex auch schwierig, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, wieder Sex zu haben ohne Drogenkonsum, wenn man es eine ganze Weile so hat. Mhm. Also wenn es miteinander so verbunden ist. Ja, viele Menschen hören komplett auf mit Sex oder es fällt ihnen total schwer. Mir zum Glück nicht. Aber was auch wichtig ist, es ist eine andere Art von Sex haben. Kennst du den Podcast Absolut. Sucht und Süchtig? Da hat mir jemand gesagt, da soll ich doch mein Album irgendwie... Ja. Ich kenne den Podcast. Es ist inzwischen ein ziemlich großer Podcast, der quasi den fortlaufenden Genesungsprozess von zwei Männern dokumentiert, die 15 Jahre lang kokainabhängig waren. Oh. Also es spielen auch noch andere Substanzen eine Rolle, aber im Wesentlichen geht es um Kokain. Ja. Und dort ist im Zusammenhang mit der Hauptsubstanz immer von so einem Schlüssel-Schloss-Prinzip die Rede. Ne? Also es heißt, die Substanz behebt einen Mangel. Und ich weiß, dass einer der beiden Protagonisten, Hagen Decker, gesagt hat, als er das erste Mal Kokain konsumiert hat, war das für ihn wie von Schwarz-Weiß sehen zu plötzlich in Farbe sehen. Also er wusste sofort, das ist es irgendwie. Ah. Resoniert das bei dir? Beziehungsweise, und wenn ja, welchen Mangel hat die Substanz für dich behoben? Für mich ging es bei Konsum um emotionale Regulation. Wir haben ja schon drüber geredet, dass ich sehr exzessiv irgendwie als Mensch bin und irgendwie viel erleben will auch. Und ich habe in Momenten konsumiert, wo ich vielleicht von der Tour irgendwo wieder gekommen bin, wo es eine Ruhephase gab, wo ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Großes abgeschlossen habe. Und das dann immer mit bewertet, ja, das ist ja okay, jetzt habe ich ja Zeit dafür. Jetzt ist es ja legitim, jetzt, keine Ahnung, habe ich halt keine Aufnahme oder keine Tour. Und du hast dir dann quasi die Erlaubnis gegeben. Ja, voll. Voll. Dich jetzt in Anführungszeichen gehen zu lassen. Ja, oder genau, oder einfach das als bewusste Entscheidung zu gewählen. Und jetzt merke ich halt, ich habe das in Momenten gehabt, wo ansonsten wenig Lärm um mich rum gewesen wäre. Wo ich quasi die Möglichkeit gehabt hätte, mich selber aushalten zu müssen. So. Ah, okay. Und dafür habe ich mich halt entschieden, das nicht zu machen, indem ich konsumiere, indem ich quasi... weil ich so gewohnt bin an so viel Stimulanz, dass wieder so viel Stimulanz irgendwie herrscht, selbst wenn nicht gerade Konzerte sind. Das heißt, wenn das berufliche Grundrauschen weg ist, fällt es schwer, mich auszuhalten. Dann hast du konsumiert, um sozusagen dich nicht mit dir selber so auseinandersetzen zu müssen und vielleicht auch mit den Dingen, die da
damit einhergehen, auch mit Bedenken und Zweifeln und so weiter. Klar, natürlich, einfach um sich gut zu fühlen. Und es ist halt normal, sich depressiv zu fühlen, wenn man irgendwie von Natur wieder gekommen ist, wo so viel passiert ist. Mhm. Und man so an war und so viel Adrenalin irgendwie im Spiel war. Mhm. Dann ist es halt normal. Es gehört zum Leben dazu und das fiel und fällt mir schwer auszuhalten. Und ich versuche das jetzt neu zu bewerten und halt irgendwie, ja, das anders zu bewerten als was da sein darf. Okay. Was nicht, es ist nicht schlechter. Da fehlt nicht was. Ich darf mich schlecht fühlen. Also es gehört zum Leben dazu. Es gehört zum Leben dazu. Wir wollen ja gute Gefühle haben und schlechte Gefühle vermeiden. Das ist ja total menschlich, aber alles darf da sein. Und alles muss auch da sein. Weil das eine ohne das andere ja nicht so richtig Sinn macht. Und ein weiterer Grund für mich war, Konsum, gerade in der schwulen Community, ist ein bisschen wie so ein soziales Schmiermittel. Man kommt durch eine Substanz ultraschnell mit Leuten in Kontakt und wird halt zu einer Version von einem selbst, wo man halt ganz viel Energie hat, wo man irgendwie die Erwartungen von einem anderen irgendwie total oder die man an sich selbst hat, total leicht erfüllen kann, weil die Substanz halt einem die Kraft dafür gibt, wo es halt keine Pausen gibt, wo man eine andere Version von sich selbst ist, quasi. Und was mir auch einfach wichtig ist, ich will es einfach so sagen, so ist es für mich. Und es gibt einfach Menschen, die haben zum Beispiel keine andere Wahl, als in eine Reha zu gehen, weil Menschen es vielleicht nicht schaffen, Selbstwirksamkeit irgendwie aufzubauen und zu schaffen und zu sagen, für dieses Leben ist notwendig, wirklich eine Reha zu machen und weg zu sein. So. Welche Reaktionen erreichen dich zu deinem Album? Viel Dankbarkeit erreicht mich zu dem Album. Viele positive Nachrichten, was einfach die Musik und die Produktion angeht, von Leuten, die mit so halt die Musiker sind oder die mit irgendwie Jazz zu tun haben. Und viel Dankbarkeit, was die Texte angeht, was die Geschichten angeht, was das Thema generell angeht von Leuten, die mit dem Thema zu tun haben. Okay. Was mich am allerglücklichsten macht. Einfach die Tatsache, dass mich fremde Leute irgendwie im Fitnessstudio ansprechen auf dieses Album oder mir danken, dass ich das Album gemacht habe. Wie geil ist das? Weil ich habe das Gefühl, das erreicht genau die Menschen, die es erreichen sollte. Du wirst erkannt sogar auch. Ich werde manchmal erkannt. Das ist eigentlich das Beste. So, I'm not famous at all, but I'm a little bit gay famous. In Berlin an manchen Orten. Sehr gut. Manchmal. Gay famous ist ein tolles das Wort. Das ist toll. ich habe das Gefühl, das Album hat genau das erreicht, was ich damit erreichen wollte. Was ist einfach ein Gefühl von gesehen werden für ein Thema und für Menschen, die einfach mit einem Thema zu tun haben, worüber wenig gesprochen wird. Du hast auf Instagram gepostet, dass das Hören deines Albums in einer Entzugsklinik verboten wurde, weil es zu ambivalent sei. Wurde mir geschrieben. Wie geht's dir damit, wenn du sowas hörst? I love it. Das ist das Beste überhaupt. Ja, warum? Das ist das beste Kompliment überhaupt, weil mir es bewusst darum geht, offen zu sein. Jeder darf für sich selbst entscheiden, so ist irgendwie mein Weg mit diesem Thema. Das kann irgendwie bedeuten, ich möchte gerne abstinent sein. Das kann bedeuten, ich will irgendwie einen geplanten Konsum. Also mit geplantem Konsum meinst du kontrollierten Konsum im Sinne von... Was auch immer. Mir ist es ja komplett egal, ob irgendjemand konsumiert. Ich möchte nur, dass jeder bewusst diese Entscheidung treffen kann und so die Ressourcen dazu hat, irgendwie sich einen Kopf zu machen, will ich das heute? Und das ist, wenn man sagt, ich will das nicht, dass das nicht so schwer ist. Naja, bei Sucht ist es natürlich auch eine bewusste Entscheidung, natürlich auch schwierig, wenn du abhängig bist einfach, ne? Dann absolut, absolut. Aber ich glaube, genau, wenn wir mehr über dieses Thema lernen, dann kommen wir irgendwie näher zusammen. Jetzt geht es ja nicht nur darum, den Zeitpunkt, wo du konsumiert hast, sondern auch um die, ich sage mal, Entzügigkeit oder den Moment des Runterkommens. Ja, der ist scheiße. Und das hat ja auch eine Wirkung auf dich als praktizierender Musiker. Ja, klar. Also konntest du denn deine Proben noch wahrnehmen? Wie war das für dich? Also oder Studiotermine, whatever, you name it. Genau, das ist ein bisschen das Hauptding. Die Zeit, wo Konsum für mich zu einem großen Problem wurde, war halt während der Pandemie, wo viel nicht ging. Ah, okay. Das bedeutet,
das hat ein bisschen Zeit gebraucht, um irgendwie zu checken, wow, warum konsumiere ich ja eigentlich gerade so viel? Hm. Weil der erste Gedanke ist, es ist ja okay, ich habe ja gerade nichts. Ich kann eh nicht arbeiten. Ich kann gerade eh nicht arbeiten. So. Und da arbeiten aber schon auch, da ich ein Workaholic bin, was ja, genau. du, glaube ich, ein bisschen bist. Ja, voll. War das dann der Ersatz? Was ich halt gemacht habe während des Calmdowns oft, war dann darüber zu reflektieren, so mhm. was eigentlich gerade vor sich geht. Oder warum es auf einmal schwerer ist, nicht zu konsumieren während okay. dieser Zeit. Oder was ist gerade anders? Was ist gerade anders während der Pandemie? Und im Zusammenhang damit habe ich viele von den, oder viele Ideen von den Songs auf dem Album Sucht geschrieben. Mhm. Also um darüber zu reflektieren, habe ich die Musik dann benutzt, ja. Mhm. Was jetzt aber wahrscheinlich, also jetzt ist es, also jetzt ist das Album halt auch gemacht, so. Und jetzt, wenn ich jetzt einen Rückfall habe, dann fühlt es sich nicht mehr irgendwie kreativ an und wie was ist, worüber ich irgendwie noch reflektieren wollte, sondern es ist halt einfach alles so sehr klar mhm. und da ist nicht mehr so viel Kreatives zu holen. Ja. In diesem Thema für mich. Ich meine, ich habe ja selber ein Konzeptalbum veröffentlicht mhm. und man ist dann auch in Interviews natürlich immer sehr an dieses Thema gebunden. Mhm. Nervt dich das manchmal? Denkst du manchmal so, oh, hätte ich das vielleicht lieber nicht gemacht? Oh nö, I mean, ja, ich habe da, also ich finde das Thema total eben total gut und wichtig. Mhm. Und wenn es irgendjemand hört, selbst wenn es Leute, hey, das ist doch voll geil, gerade wenn es Leute hören, die das Thema noch nie gehört haben, dass es sowas überhaupt gibt, was für mich in manchen Kreisen wahnsinnig ist. Ich habe irgendwie im Brechthaus ein Konzert gespielt, witzigerweise nach einer Autorin, einer Journalistin, die irgendwie zum Thema Rammstein recherchiert hat. Mhm. Und da waren ganz viele feministische Menschen im Publikum, die ganz viel sich über dieses Thema mit Rammstein und so und Machtmissbrauch ja. Damit beschäftigt hatten. Und die Diskussion war sehr lang und so. Und alles gut und cool. Not sure, warum ich im Programming direkt danach Songs über Sucht singen sollte. Es war auch, da habe ich so allein gespielt. Und es hat sich halt so richtig out angefühlt, dann okay. auf die Bühne zu gehen und irgendwie allein irgendwie anzufangen zu singen. Und es hat sich dann einfach gezeigt, ich habe dann so in die Runde gefragt, wer dieses Thema schon mal gehört hat. Und da hat einfach niemand in Berlin im Brechthaus mit Menschen, die wahrscheinlich alle queere Menschen im Freundeskreis haben, irgendwas davon gehört, was ich schockierend fand. Und insofern ist es immer gut, wenn Leute über dieses Thema hören. Bei Wünschen, hast du gesagt, hat das Label dir noch gesagt, sag lieber nicht, dass du den Song für deinen Freund geschrieben hast. Ja. Dein neues Album ist so schonungslos offen, dass das jetzt gar keine Frage mehr ist. Ja. Ich habe mich gefragt, bringt das ja. mit sich für dich, dass du in der Szene und auch in der Presse so ein bisschen der queere Posterboy bist? Also ich hab ein bisschen an Eva Klesse gedacht, die Leipziger Schlagzeugerin mhm. oder die zumindest hier in Leipzig studiert hat. Mhm. Die hat im letzten Jahr den Juryvorsitz aufgegeben beim Leipziger Jazz-Nachwuchspreis. Mhm. Und sie hat einen Instagram-Post gemacht, aus dem ich mal zitieren will. Ich stehe nicht mehr zur Verfügung für Kommissionen, Juries etc. der Sorte, welche Leute wie mich vor allem als Diversitätsalibi einladen, uns aber durch ihren Unwillen, ihre Unfähigkeit, veraltete Strukturen wirklich zu hinterfragen und aufzubrechen, wirklich offen und kreativ zu denken, jeglichen Handlungsspielraum nehmen, um wirklich etwas zu bewegen und zu verändern. Ich kann mich nicht mehr vor irgendwelche Karren spannen lassen, hinter deren Werten ich nicht stehe yes. und die ich nicht mit meinen vereinen kann. Ist das was, wo du dich ein bisschen wiederfindest? Dass du manchmal das Gefühl hast, ich will nicht auf das nur reduziert werden? Give me the money. Wenn ich, also wenn ich jetzt in diesem Fall ein Album zum Thema Sucht mache, dann ist es mir eine Herzensangelegenheit, ja. auch über das Thema zu sprechen, klar. Wenn es jetzt um so generelle Sachen wie Queerness im deutschen Jazz geht, wäre ich für irgendein Panel bezahlt oder keine Ahnung, dann setze ich mich da gerne hin und sag, was ich irgendwie zu sagen habe und weiß aber auch, dass es genauso ist, wie Eva sagt. Strukturen verändern sich nicht so schnell. Mhm. Und ich weiß, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel unterrichte in Osnabrück an der Hochschule, so da habe ich einen kleinen Lehrauftrag. Da kann ich mit den Studierenden drüber reden, wie man vielleicht den Raum irgendwie safer macht. Oder da habe ich das Gefühl, da kann ich unterstützen. Oder da kann ich an der Struktur vielleicht ein bisschen, aufgrund von meiner Position da jetzt ein bisschen Sachen hinterfragen, die Studierende nicht können, weil ich da jetzt als Lehrauftrag bin. So. Aber größere Sachen, Jazzpreise oder was auch immer, keine Ahnung, können sie mich aber gerne
einladen. I mean. Also von Preisen rede ich auch nicht so sehr, sondern eher, dass du ich mir vorstellen kann. Oder Jurys oder so. Genau, dass sozusagen du bist halt derjenige, der offen damit umgeht und dann du bist der, der wahrscheinlich sichtbarer ist als vielleicht andere. Mhm. Und dann bist du derjenige, der auch immer angerufen wird. Und dass du dann vielleicht das Gefühl hast, oh, es nervt mich ein bisschen. So, es gibt auch noch andere Menschen und ich will mich nicht darauf nur reduzieren lassen, dass ich queer bin. Gibt es so viele andere? Klar gibt es, aber vielleicht nicht eben Menschen, die drüber sprechen. Der Punkt ist, ich spreche ja nicht unbedingt drüber, weil ich so unbedingt drüber sprechen will, dass ich queer bin. So, ja. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Ich spreche ja drüber, weil es die Verbindung gibt zur Musik und weil es in meiner Musik irgendwie auftaucht. Das ist halt auch Wahnsinn eigentlich. Ich erinnere mich an irgendjemand, der mir das gesagt hat bei diesem ersten Album, weil ich in, keine Ahnung, ein Liebeslied mit he, him Pronomen irgendwie singe. Dass das ein politisches Statement wäre und ich war so, are you serious? Das ist doch Wahnsinn. Da siehst du, wie hetero Jazz, dass das halt so ein Ding ist. Ja, dass wir überhaupt darüber reden. Das ist total nervig. Ja. Absurd. Und insofern bin ich damit im, okay, die Welt ist so, wie sie ist. Und das Einzige, was ich machen kann, ist Musik zu machen, die ich gerne hören wollte. Und mich freuen, wenn sie Menschen berührt und ich dann so Rückmeldungen bekomme. Und ich bin nicht dafür verantwortlich, irgendwie Jazz irgendwie in Deutschland zu verändern oder irgendwelche Hochschulsituationen oder so. Ich kann da meinen Teil machen, wenn ich eben an der Hochschule bin und dann ist auch gut. So. Und wenn man mich bezahlt, irgendwie irgendeine Arbeit zu machen, oder ich meine, wir haben mit Queer Cheer, mit dieser Community, haben wir diesen Preis bekommen und wir haben immer noch vor, dieses Festival zu machen. Wenn wir dafür bezahlt werden oder wenn ich dafür bezahlt werde, dann arbeite ich dafür und dann verändert sich vielleicht was. Ja, kannst du kurz sagen, was Queer Cheer ist? Das ist eine Community für queere Jazzmusiker in improvisierter und Jazzmusik in Deutschland. Und unser Ziel ist es, ein Festival zu veranstalten. Oder wir haben halt den Jazzpreis gewonnen und damit Geld, womit wir halt ein kleines Festival machen wollen. Okay. Was vielleicht nächstes Jahr dann Realität wird. Sehr schön. Kurzer Switch. Wenn du deine Stimme hörst auf deinem ersten Album und deine Stimme hörst auf deinem letzten Album, wie hat die sich verändert? Hörst du einen Unterschied? Es sind auf jeden Fall zwei verschiedene Ästhetiken. Mhm. Ob sich meine Stimme verändert hat? Also ja, hat sie auf jeden Fall, weil wir sind ja älter geworden. Absolut. Und unsere Stimme verändert sich ja im Laufe unseres Lebens. Aber gibt es was dir auffällt, wenn du... Klar, ich meine, offensichtlich ist es so, dass ich auf dem letzten Album mehr erlaube, leiser zu singen. Also die Ästhetik ist anders. Die ist inspiriert halt von, insbesondere von, für mich persönlich, gesanglich, war Sufjan Stevens zu hören, so das Beste, was mir irgendwie für meinen Gesang passieren konnte. Einfach mir zu erlauben, es darf irgendwie leise sein, es darf irgendwie eine helle Resonanz haben. Ich darf im Falsett singen. Darfst du immer. Right. und ich würde sagen, das ist der Unterschied. Ich denke, ehrlich gesagt, sehr wenig über meine Stimme nach. Ich habe mir viel angeschaut, was durchs Studium, was zum Beispiel einfach Stimmtechnik betrifft, war am Lichtenberger Institut für Stimmforschung und habe irgendwie Ästhetik. Ich habe mir alles angeschaut und dann festgestellt, das, was am meisten Sinn macht, ist, sich selber irgendwie aufzunehmen und zu checken, wo gibt es Probleme und kann ich die vielleicht selber lösen. Und das, was mir eigentlich am allermeisten geholfen hat, jetzt auch für mein Unterrichten, war ein Workshop bzw. so eine Art Weiterbildung von SängerInnen aus Kanada. Der ist Renee Jockson. Und da ging es letztlich darum, mit Transmenschen zu arbeiten, deren Acquired, die Stimme, die sie gerne haben wollen, zu erreichen. So. Und Renee hat die Stimme aufgeteilt in Tonhöhe, wie schnell schwingen die Stimmlippen, wie hoch oder tief ist die Note, in Resonanz, also wie dunkel oder wie hell ist es, unabhängig auch von Tonhöhe, als drei Stellschrauben. Und das dritte, wie dünn oder dick die Stimmlippen aufeinander schlagen. Also ob es irgendwie so ein Glottis gibt oder ob der Einsatz so weich ist. Und auf einmal war ich so, ja, that's all. Damit kann man jegliche Stimme, ob gesprochen oder gesungen, komplett einteilen. Oder man kann halt irgendwie üben, keine Ahnung, beim Sprechen, an diesen Stellschrauben zu drehen und zu checken, ob man das kann. Und dann ist das halt auch relevant für Gesang. Mhm.
Und man braucht dann vielleicht eine andere Sache für eine bestimmte Art von Ästhetik, für eine bestimmte Art von Song oder Stilistik. Und da hat so Klick gemacht. Das war so, mir, auf einmal macht da alles Sinn. Ja, also es ist interessant, weil ich habe die Frage natürlich schon häufiger gestellt. Und ich glaube, dass ein Stimmklang, der sich verändert und entwickelt, wirklich etwas ist, was gar nicht auf so einer stark bewussten Ebene sich vollzieht, sondern es passiert im Prozess auch automatisch. Ich habe bei dir festgestellt, dass du im Verlauf deiner 3 Soloalben irgendwie immer zarter geworden bist. Also dein Stimmklang ist immer zarter und durchlässiger geworden und intimer. Und das ist so interessant, weil gerade bei deinem Album Sucht sprichst du ja auch zum Teil in einer sehr expliziten Sprache. Und das ist dann so ein krasser Kontrast zu diesem Klang, ne? Weil du einfach einen ganz anderen Stimmklang verwendest. Das ist so ganz liebevoll und freundlich und zugewandt. Und die Themen sind sozusagen ganz andere, dass dieser Kontrast erzeugt eine unglaubliche Spannung. Genau das ist die Intention. Sehr gut. Plus einfach natürlich auch die Producer, mit denen ich zusammengearbeitet habe und die generelle Ästhetik, die das Album haben sollte und was mich so inspiriert hat an Ästhetik. Und ich mag Stimmen, die leise und zart sind, ehrlich gesagt. Ja, es ist auch etwas, was ich im Studium gelernt habe, dass weniger mehr ist tatsächlich. Ja. Das hast du im Studium gelernt? Das finde ich spannend. Ich glaube, ganz viel durch Bossa Nova, ehrlich gesagt. Ja, stimmt. Und ich bin groß geworden eigentlich mit dieser Vocal Trinity, mit Whitney und Celine und Mariah und die großen Powerballaden und immer alles ausfahren, immer bei jedem Song alles zeigen, was möglich ist. Ja. Damit bin ich groß geworden. Und irgendwann habe ich festgestellt, kleine Effekte ganz gezielt einsetzen oder auch mal einen großen Effekt an einer Stelle im Song einsetzen, ist viel wirkungsvoller, als die ganze Zeit Vollgas zu geben. Ja. Aber es ist natürlich auch immer eine Geschmackssache. Und mir ist das ehrlich gesagt, mir ist wichtig, dass ich in Tune singe. Mhm. Ich glaube, das ist mir das Wichtigste überhaupt, dass es intonatorisch gut ist. Und gerade was meine eigene Musik betrifft, mir sind die Texte am allerwichtigsten. Alles andere. Mhm. Mir ist der Stimmklang nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Das mache ich mir darüber nicht so viele Gedanken oder habe mehr so eine Intuition von, ich kenne mich gut und ich weiß, wie ich was singen will, in welcher Art ich was singen will. Und dann denke ich darüber nicht viel nach, aber ich weiß, wie es sein muss, ohne das vielleicht aussprechen zu können. Ja. Ich denke, wir SängerInnen, wir fühlen es ja auch. Ja. Also wir haben ja eine starke emotionale Kopplung. Das ist ja das Krasse an unserem Instrument auch, dass wir sozusagen dann schon merken, wenn sich was richtig anfühlt. Ja. Und das können ganz unterschiedliche Klänge sein. Ja. Erik, was steht an? Was gibt's für Pläne aktuell? Also, ich gehe auf Tour mit meiner Band. Wir haben ein paar Konzerte Ende November, Anfang Dezember diesen Jahres. Und dann auch nächstes Jahr ein paar Konzerte. Das freut mich eigentlich am meisten. Ich mache ein neues Album. Ich bin gerade dabei, neue Songs zu schreiben, zu produzieren. Und ich bin vielleicht wieder in Nepal am Unterrichten und am Musik machen in Kathmandu. Wow, also die Arbeit reißt nicht ab. So viel. Ja, so die, viel Arbeit, fest. Die Arbeit reißt nicht ab und ich passe auf, dass ich gut auf mich aufpasse. Hast du jetzt und die Leer, die Pausen absolut genieße quasi mir die Leere, die einfach Teil unseres Jobs ist auch. Wenn wir einfach Konzerte spielen, die anders zu bewerten, zu genießen. Vor allem auch, dass es okay ist, wo ich gerade bin. Dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und nicht dieses konstante Gefühl habe von, ich müsste doch eigentlich jetzt noch irgendwie ein Reel machen oder noch eine Booking-Mail mehr. Ja, die mache ich, aber die kann auch morgen sein. Und mir ist es, glaube ich, wichtig, dass ich FreundInnen das betrifft auch andere MusikerInnen, Anrufe und Zeit gebe für die Menschen, die ich liebe. Das klingt vielleicht Klischee, aber... Nee, gar nicht. Was mir insofern für meine Karriere hilft, dass ich mich damit emotional ausgeglichener fühle und dann mehr Raum habe für coole Sachen in der Musik. Ja, ich glaube, Ausgleich ist das Stichwort, ne? Mhm. Also eine andere Form von Ausgleich finden. Yes. Als vielleicht noch vor 2-3 Jahren. Ja. Die vielleicht weniger sozusagen mit Exzess zu tun hat. Das ist ja, wäre ja die logische Konsequenz. Ich merke gerade so, immer wenn was so konkret wird, wäre ich so sehr trotzig. Ich denke mir so. Ja, ich kann es nachvollziehen. You know what? Ja, ich verstehe das schon. Und das ist auch gut und irgendwie richtig. Immer wieder zu bewerten, was ist jetzt gerade in diesem Moment richtig für mich. Mhm.
That's it. Mhm. Okay. Alright. Danke, dass du hier warst, Erik. Danke, dass du so viele Sachen mit mir geteilt hast und mir so viel von dir erzählt hast. Vielen Dank dir. Das war The Other You. Schön, dass ihr dabei wart. Wie immer verlinke ich alle relevanten Infos zur Folge und zu meinem Gast in den Shownotes. Wenn euch dieses Gespräch so bereichert hat wie mich, dann sagt es gerne weiter. Abonniert den Podcast auf den gängigen Portalen und lasst mir gerne auch eine Bewertung da, denn das hilft sehr, damit dieses Kleinod der Podcast-Welt möglichst viele Menschen erreicht. Vielen lieben Dank, bis hoffentlich bald und alles Liebe von Yanda.